Heute ist Mittwoch, der 19. Juli und heute starten wir mit dem Verlegen der mobilen Straßen. Na Männer? Moin! Wie immer entladen. Wie immer entladen und verlegen. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Schönen guten Morgen. Lea! Hallo! Was machst du eigentlich auf dem Wagen oben her? Ich bin in der Produktion. Jetzt kümmere ich mich gerade ums Stroh für die Lärmschutzwände. Das ist Stroh für unsere Schallschutzwand. Moin! Morgen! Hier einmal raus, rechts hoch. Hallo! Hallo Männer! Unsere Streetworker. Wieder ein Truck entladen und die Straße wächst. Unsere mobile Baustraße. Moin! Moin! Hurra, hurra, die Telekom ist da. Da freust du dich schon, ne? Ja, ich freue mich immer, wenn hier nette Menschen auf dem Feld rumlaufen. Disaster Recovery Management. Und das meint ihr sogar ernst, ne? Natürlich. Was macht ihr hier? Wir bringen Mobilfunk auf die grüne Wiese. Haben wir nicht schon genug Mobilfunk hier? Nö. Aber wir haben doch da auf dem Tower doch schon 1000 Antennen. Also das reicht. Das reicht nicht, wenn du hier bei rum 80.000 Besucher hast. Dann kann es dazu kommen, dass die nicht telefonieren können oder Daten übertragen können. Und dafür versuchen wir mit drei zusätzlichen Standorten dem zu begegnen. Wir sind auch mit Vodafone parallel unterwegs, sag ich mal. Wir beide Anbieter bauen ein perfektes Netz auf hier und eben halt, damit die Kunden wirklich zufrieden sind. Das finde ich aber mal eine sehr interessante und sehr sportliche Aussage. Hier wird nicht gezankt, hier wird gemeinsam an einen Strang gezogen. Auf jeden Fall. Das finde ich total gut. Wie lange machst du das schon, Holger? Ah, so circa 17 Jahre. Und ich dachte, das Ding steckt voller Technik. Aber hallo, das wichtigste Gerät in der Ecke ist die Kaffeemaschine. Prima Service. Da ist gar kein Zucker drin. Nee, haben wir auch nicht. Boah. So, hier wird die Anlage programmiert. Enter, läuft. Und ihr so? Wir haben D5. D5? D5. Was ist das denn? Das habe ich dir gestern schon mal erklärt. D5, schwarz-weiß. Lanzarote. Das ist die Blickrichtung Richtung Hauptbühnen. Von links nach rechts heißen die in diesem Jahr, die haben nämlich neue Namen bekommen, Faster, Harder und Louder Stage. Und hier entlang läuft unsere Rigole. Die sammelt das Oberflächenwasser quasi ein. Und dann geht es in die Richtung darüber. Das ist auch geil. In die Richtung darüber. Kann man sich auch viel drunter vorstellen. Und am Ende gibt es ein großes Auffangbecken. Das ist auch eine Rigole. Unser Crew-Catering. Da schaue ich jetzt mal rein und guck mal, wie weit die Jungs schon sind. Moin! Hier werden wir die nächsten drei Wochen lecker schnabulieren. Hallo Manni!
Komm mit! Was hast du? Den Froschtritt. Ich kann dir schon Bild zeigen von meinen beiden Fröschen. Weißt du noch nicht? Wir kommen jetzt. Wir sind aus dem Zoo in New York. Ne? Ich denke, die habt ihr von Malle mitgebracht. Ja, nee, jetzt haben wir eine neue. Ne? Hier sind die Frösche. Guck mal da. Die kommen jetzt aus New York. Das sind echte Wetterfrösche. Das ist die Leiter, die sie mal raufbringen. Wenn sie hier oben sitzen, ist das Wetter gut. Wenn sie unten sitzen, wird das regnen. Und hier haben wir auch schon Tümpel, wo sie ein bisschen rumschwimmen können. Das ist die Komfortzone für deine Frösche? Ja. Du denkst aber auch an alles, ne? Ja. Ja, Manni, vielen Dank, ne? Ja, bitte.